Hallo, herzlich willkommen bei Gut Leben mit Dupuytren. Woher weiß man eigentlich, dass es wirklich Dupuytren ist? Kann das nicht auch irgendwas ganz anderes sein? Wie kann man sich da sicher sein? Es gibt doch so viele andere Möglichkeiten. Bleiben Sie dran, dann werden Sie wissen, wie Sie diese Frage lösen. Wir kennen Studien, in denen unterschiedliche Ärzte dieselben Patienten untersucht und danach ihre Ergebnisse miteinander verglichen haben. Im Fall der Dupuytren-Erkrankung sind diese Untersuchungen immer eindeutig. Die Ärzte sind sich praktisch immer einig, sie machen kaum irgendwelche Fehler. Anders gesagt, die Untersuchungsergebnisse sind sehr zuverlässig. Wenn man bedenkt, wie so eine Untersuchung abläuft, ist das eigentlich sogar erstaunlich. Wir können die Hand nämlich nur betrachten und betasten. Mit einiger Übung reicht das aber aus, um die Veränderungen zu sehen und zu fühlen und richtig einordnen zu können. Wichtig ist außerdem, wie und wann alles anfing und vor allem, ist die Erkrankung schon einmal bei einem Blutsverwandten aufgetreten? Das fragen wir natürlich ab. Und trotzdem könnte der eine oder andere unter Ihnen immer noch skeptisch sein und fragen, wieso können Sie sich so sicher sein? Bei anderen Erkrankungen macht man doch auch noch ergänzende Untersuchungen. Ja, das stimmt. Und das kann man bei der Dupuytren-Erkrankung natürlich auch machen. Das wurde auch gemacht und dabei geht es um bildliche Darstellungen der Veränderungen. Und dafür nutzt man genau die gleichen Techniken wie sonst auch. Röntgen, genauer gesagt die Computertomographie, das CT. Und dann natürlich die Ultraschalluntersuchung und die Kernspintomographie, die MRT. Grundsätzlich sind nämlich alle drei Methoden gut geeignet, die Veränderungen in der Hand bei Morbus Dupuytren abzubilden. Wenn man das macht, dann interessiert man sich aber für verschiedene Dinge. Erstens kann man die Diagnose einer Dupuytren-Erkrankung auf diese Weise bestätigen. Das war ja auch die Ausgangsfrage zu diesem Video. Eine weitere Frage ist, ob sich die Erkrankung über die Zeit verändert. Das will man wissen, um zu entscheiden, ob irgendwann eine Behandlung erforderlich ist. Eine dritte Frage ist, ob die Veränderungen in kritischer Nähe zu Nerven oder Blutgefäßen verlaufen, denn diese Information kann sehr hilfreich sein, wenn man zum Beispiel an eine Behandlung mit der Nadelfasziotomie denkt, bei der man ja keine direkte Sicht auf die Dinge hat. Und schließlich können diese Untersuchungen natürlich im Anschluss an eine Behandlung erfolgen, um deren Wirksamkeit zu überprüfen. Vor kurzem wurde diese Arbeit veröffentlicht, die die Ergebnisse der zuvor veröffentlichten Publikationen zusammenfasst. Danach sind solche operativen Untersuchungen für die Bestimmung der Erkrankung in der Routine nicht erforderlich. Dabei wird außerdem ausdrücklich betont, dass die Kernspintomographie für die alleinige Bestimmung der Ausdehnung der Veränderung viel zu teuer ist. Untersuchungen zur Minderung von Risiken bei minimalinvasiven Maßnahmen sind zwar möglich, aber ein Nutzen sei noch nicht nachgewiesen worden, denn die besagten Risiken sind bei diesen Methoden ohnehin sehr gering. In Zukunft werden sich die Dinge aber vielleicht noch etwas ändern. Dann stehen uns hoffentlich neue Behandlungsmethoden zur Verfügung, die Operationen überflüssig machen. In solchen Fällen könnte die Ultraschalluntersuchung wichtig werden, nämlich für Verlaufskontrollen, die einfach ohne Strahlenbelastung und ohne große Kosten erfolgen könnten. Zusammenfassend kann man zu dieser Frage also Folgendes festhalten. Der erfahrene Arzt, und insbesondere ist dies natürlich ein Handchirurg, kann diese Diagnose praktisch sicher feststellen, auch ohne, dass er solche ergänzende Untersuchungen macht. Eine ganz andere Untersuchung sollte aber immer erfolgen, nämlich dann, wenn bei einer Operation Gewebe aus der Hand entfernt wird. Das muss anschließend zum Pathologen gehen, der dann unter dem Mikroskop eine genauere Überprüfung vornehmen kann. In extrem seltenen Fällen und dann typischerweise bei Kindern oder jungen Erwachsenen kann es auch einmal eine bösartige Erkrankung sein. Das jedenfalls wurde in Einzelfällen beobachtet und in der wissenschaftlichen Literatur beschrieben. Die Wahrscheinlichkeit, dass in der Hand eine bösartige Erkrankung unterhalb der Haut wächst,
ist verglichen mit anderen Stellen des Körpers aber außerordentlich gering. Nur dann, wenn Sie in relativ kurzer Zeit feststellen würden, dass hier deutliche Veränderungen entstehen, dann müsste man an so etwas denken. Und dann allerdings wäre natürlich eine Röntgenuntersuchung und auch weitere Dinge erforderlich. Ich hoffe, Ihnen zu dieser Frage ausführlich und verständlich geantwortet zu haben und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Bert Reichert. Vielen Dank dafür, dass Sie diesen Kanal abonniert haben. Und auch vielen Dank für die positive Bewertung. Schreiben Sie gerne einen Kommentar.